Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosoctor Minecraft hier in Farbe und auch in Bunt. Ja, Ferienzeit, Ferienzeit, Ferienzeit. Mensch, ihr Schüler habt das alle gut. Ihr habt jetzt alle Ferien, hä? Mehr oder weniger. Ist ja alles immer so ein bisschen zeitversetzt. Ja, wie komme ich darauf? Ja, weil ich in der Familie auch angesprochen wurde. Die sagt, ja, meine Kinder haben ja dieses... Jetzt Ferien und so, bla und so. Naja, wie es so halt ist. Ja, das ist immer so ein Ding halt. Alle Ferien. Mann. Gut, dieses Segment machen wir mit Holz komplett voll. Und da bin ich nämlich gerade überlegenerweise gewesen, wegen der Ferien. Der Mann war ja früher selber auch Schüler. Und das war ja eigentlich immer eine sehr schöne Zeit, die Ferienzeit. Habe ich immer sehr genossen. Und damals gab es ja immer noch so diese Kinderprojekte hier in Berlin. Keine Ahnung, ob sie heute immer noch gibt. Da konnte man sozusagen mit so einer Reisegruppe von Kindern verreisen im Urlaub. In der Ferien, besser gesagt, war ja kein Urlaub. Als Schüler hat man ja Ferien und keinen Urlaub. Und ja, das war eigentlich immer sehr angenehm. Gibt es sowas eigentlich noch? Solche Kinderverschickungsdinger? Weiß ich nicht. Und wenn ja, wird das heutzutage von den Kindern überhaupt noch so als solches angenommen? Oder wollen die Kinder sowas ja nicht mehr? Ist sowas uncool oder so? Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen. Und damals waren wir auf verschiedenen Orten gewesen. Zum Beispiel in Frankreich waren wir mal. Das war auch sehr schön. Dann waren wir zum Beispiel auch mal in Norwegen. Auch sehr schön gewesen. Dann waren wir, ach, wir waren so viele Orte, ich weiß ja nicht mehr wo überall. Und was wir auch gemacht hatten, war auch mal so Urlaub mit der Elternhaft, also mit den Eltern. Und da waren wir zum Beispiel in Ägypten, wollte ich sagen, nee, hier fehlt tatsächlich jetzt das Glas. Ja, wir waren in Dingenskirchen. Bayern, genau, das war's gewesen, Bayern. Oh Mann, dass eigentlich Bayern einfällt, das werden die Bayern dann sagen, immer diese Saupreußen. Waren noch die Bayern, die immer so schimpfen, wa? Hoffe mal, ja. Nicht, dass ich jetzt irgendjemand mal zurecht untue. Nee, warte mal. Das mache ich anders. Das müssen wir so machen. Genau. Dann haben wir nämlich die Treppenelement, Leiterelement. Wieso komme ich immer auf Treppen? Das sind Leitern. Leitern. Kann auch nicht so schwer sein. So, jetzt kommt hier der Turm rauf. Der Turm hat die folgende Bewandtnis. Wie in jedem Hafen gibt es immer einen Turm. Und den gibt es auch hier. Und deshalb bauen wir den. 1, 2, 3, 4, 5. Ist der hoch genug oder ist der hoch genug? 6, 7. Jetzt ist er hoch genug. Definitiv. Wenn ich den noch höher baue, dann wirkt das nur unrealistisch. Und so unrealistisch will ich das gar nicht haben. Ah, okay. So baut man einen verkehrssicheren Turm. Muss auch manchmal sein. So, wie will ich den haben? Jetzt haben wir hier die Mitte. Da haben wir dann 3. Da sind 2 weg. Hier wären auch 2 weg. Dann so. Dann haben wir 1, 1. 1, 1, 1. Okay, dann haben wir hier auch 1. 1. Wir haben übrig 1. Muss ich wieder an Stanley Parable denken. Wo das 8-Game gab. 8. Erinnert euch? 8-Game. The 8-Game. Gut, wir machen dazu, weil das ist so. Ne, lasst euch da nicht irritieren. Das hat schon so seine Bewandtnis. Jetzt bauen wir hier Stück für Stück hoch. Da geht eine Menge Material weg. Ich hoffe, dass ich so viel Material überhaupt jetzt habe. Ansonsten muss ich wieder was holen. Ansonsten muss ich nach Diablo gehen. In Act 4. Der hat genug Steine. In der Deck 4. Ja, man, haben wir da Steine rausgeholt.
Also Cobblestone haben wir. Oder ich gehe an den Cobblestone-Generator. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Nachdem wir den, glaube ich, gefühlte 6000 Mal für Luzi gefixt haben. Ne? Den freundlichen Herrn aus der Hölle. Ja, ja. Den Lucifer. So, wir haben weiter Cobblestone. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Und wenn ich nochmal Cobblestone sage, ihr wisst, was dann passiert. Dann habe ich nochmal Cobblestone. Aber es löft, es löft, es löft. Ist wie mit dem Löwe, der löft auch immer der Löwe. Oh, wir kommen langsam nach oben. Wo muss das sein? Muss ich hier ein bisschen konzentrieren, so 2-3 Gramm. Wow, Konzentration ohne Ende. Komm hier schon fast in Schwitzen. Und gleich haben wir's. Gleich ist das Leiden vorbei. Ist echt nicht einfach. Aber na gut. Hier könnte ich so Secrets einbauen. Irgendwas Lustiges. Bin da schon am Überlegen, was man da einbauen könnte. Ich hab da eventuell schon eine Idee. Schauen wir mal, ob die Idee von mir umgesetzt wird. Weil da ist ja jetzt eine Menge Hohlraum drin, ne? Hohlraum, den wir nutzen könnten. Vielleicht so eine Flickflack-Schaltung mit einer Redstone. Wäre eine Möglichkeit. Oder ein was ganz anderes. Ne? Müssen wir mal schauen. Gut. Der Turm als solches ist erstmal schon mal Access und Tent. Haben wir noch Cobblestone? Ja, mal. Ich baue, glaube ich, hier Mist gerade. Naja, wir machen es erstmal so. Sicher ist sicher. Wobei, es ist wirklich Mist, was ich gerade baue. Ich will den Turm ja auf allen Seiten so ein bisschen frei haben. Ich brauche eine Leiter. Nee, nicht Leiter. Ich brauche einen Zaun. Ein Zaun, ein Zaun, ein Zaun. Dann geht's mal hier runter. Und dann gucken wir mal nach, ob wir hier noch Zaunelemente haben. Ja, wir haben Zaunelemente. Mensch, endlich klappt mal was. Ist da auch mal schön, dass mal was funktioniert. Und schon geht's hier hoch. Ne? Wuppdiwupp, da sind wir. Das heißt, wir kloppen das hier erstmal wieder raus. Schön raus hier alles. Wobei, die können wir auch hier rauskloppen. Wir machen mal komplett hier mit Zaunelemente, ziehen das hoch und machen dann oben ein Dach hin. Damit es nicht reinregnet. Ihr versteht schon, was ich meine. So Regen, Wasser und so weiter. Ist ja nicht... Oh. Da ist unsere Spitzhacke in den Hintern gegangen. Wir haben hier noch einen Teil über. Gut. Das heißt, wir machen hier erstmal die Zaunelemente rein. Oh, muss man mit dem Kabel hier bewegen, so. Ist ja auch mal noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, mit einer Maus zu spielen. Aber ich glaube, das sieht bis jetzt ganz gut aus mit der Maus. Gut, das haben wir. Jetzt können wir hier schon mal nicht mehr runterfallen. Da, sehr schön. Gut, das nächste Teil, was wir machen, wir werden mal ein bisschen hier hochbauen. Ja. Blödsinn. So. Und so. Okay. Warum das Ganze? Damit wir hier weiter hochbauen können. Und jetzt brauche ich Halbstone Slabs, um die hier reinzuziehen, damit wir ein Dach haben. Wobei. Warte mal. Doch, ist richtig. Die Halbstone Slabs. Ist korrekt. Das heißt, wir gehen einmal hier runter. Oh. Nächste Stufe. Und dann Halbstone Slabs. Haben wir schon welche eventuellerweise hier gehabt? Natürlich nicht. Muss ich mal gucken, wie die waren. Das waren 6 Dinger. Ich glaube, ich brauche ein paar mehr. Ein paar mehr. Mehr. Mehr ist immer gut.
12 Dinger sollten reichen, so theoretischerweise. Geht's mal hier hoch. Dubidubidu. Gut. Da haben wir schon. Also, einmal hier ein hin, einmal da ein hin, einen dorthin und dort ein hin. Halt, darauf. Der kommt wieder weg. Und schon wieder wird's dunkel. Warum wird das hier immer so schnell dunkel? Kann nicht wahr sein. Dunkel, dunkel, dunkel. Immer wird's hier dunkel. Man sagt ja, man dunkeln ist gut munkeln, aber wir gehen mal schlafen. Warte mal. Oh. Und Halbstone Slabs brauche ich nämlich auch wieder welche. Haben nämlich hier nicht erreicht. Schnarsch, schnarsch, schnarsch. Nächster Morgen und Halbstone Slabs. Wo haben wir sie? Hier, die Dinger hier. Eins, zwei. Ach, wir machen ein paar mehr und dann passt das hier auf jeden Fall. 18 Dinger jetzt. Jetzt sollten sie reichen. Jetzt sollten sie reichen. Hoffe ich zumindest. Wir werden sowieso noch ein paar brauchen. Gut. Schwupp, 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 schwupp. Dann kommt die Seite hier. Kommt die Seite, nicht die Seite, die Seite hier ran. Es ist ja nur eine Seite. Okay. Wie nennt man das? Wonderful. Yes. It's work. Es funktioniert. So, dann machen wir hier mal Fakelen ran. Und da auch nochmal. Dann haben wir ja schon mal einen adäquaten Aussichtsturm. Da würden wir dann sozusagen den Zeppelin sehen. Hier eventuell dann, wie gesagt, den Heißluftballon und oder Flugzeug. Muss ich mal schauen. Und hier sehen wir auf dem Berg zurück sozusagen den Mount Almdudler. Da hinten ist er. Mit der Hütte obendrauf. Mit der Holzhütte. Da kann man immer sich einen reinzwitschern. Après-Ski und da oben ist ja auch Schnee und so weiter. Und daher passt das. Oh, so schöner Schnee. Das ist erfrischend. Oh, herrlich. Jetzt vor allen Dingen jetzt im Sommer. Ja. Okay, da haben wir da eine Fackel angebracht. Die Höhe ist okay. Wollen wir hier noch eine Fackel anbringen? Ja, wir brauchen mal hier noch eine Fackel hier hinten. Der Seite noch eine Fackel, da eine Fackel. Wir wollen nicht lange fackeln sozusagen. Und als nächstes kommen wieder Zaunelementos. Die kommen dann jetzt hier ran. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine Terrazzo. Und die machen wir hier mal einfach wirklich hier so komplett rum, die Terrazzos. Ich hoffe, dass die Elemente reich... Das ist ja wieder mal so eine Sache hier. Alles sehr knapp bemessen hier. Wir sind ja arm wie die Kirschenmaus, wie man so schön sagt. Wobei, so arm ist die Kirsche nicht. Hier hat sie so viel Kohle ergaunert über die Jahrhunderte. Und verlangt heutzutage immer noch sowas wie Kirschensteuer und so ein Zeug. So muss man sich mal überlegen, was da für Geld weggeht. Das ist der Wahnsinn. So, das passt, das passt, das passt. Hier wollen wir natürlich dann auch ein paar Fackeln anbringen. Das heißt, eine Fackel hier außen. Eine kommt hier außen. Dann kommt dort noch eine Fackel und hier natürlich auch eine. Und natürlich auch nochmal hier außen an der Tür. Ja, das Haus hat ein Gesicht. Sieht aus wie ein Creeper. Keine Ahnung. Gut, Türen brauchen wir. Wir brauchen Türen, habe ich gehört. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier Türen zusammenbekommen. Wir brauchen... mindestens 3 Türen und da sind sie dann auch sogar schon. Mensch. Endlich mal was funktioniert. Ja? So, wie rum ist es? Sie ist falsch rum. Die Tür muss nämlich hier so sein, dass sie außen abschließt. Ja? Da. Ja? Das gleiche machen wir dann auch auf der anderen Seite. Auch mal eine schöne Tür einbringen. Auch die Tür funktioniert. Sehr schön. Wunderbar. Meine Güte. Hier klappt mal was. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier mal was funktioniert.
So, und dann machen wir noch hier eine Tür hin, das passt. Hier haben wir eine Aussichtsplattform, wie gesagt. Hier kommt noch ein bisschen Verzierung ran. Ich weiß aber nicht, welche Art und Natur. Die könnte zum Beispiel dieser Art Natur sein. Jo, auf jeden Fall. Jo, und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen auch dürft, gerne nächste Folge wieder. Und ich wünsche euch alle einen schönen Tag und diesmal haben wir es einigermaßen noch pünktlich geschafft. Bleibt soweit gesund. Ciao, ciao, bye bye und Cheerio.